Hallo, hallo, funktioniert das? Ist das gut? Keine Ahnung. Ja, am 17.01.2020 bekam ich ein wunderknuffiges Paket von Worship Tapes. Ja, hier sieht man, wie ich das auspacke. Das ist sozusagen ein Unboxing-Video. So nennt man das in Fachkreisen. Ja, Zellophan. Ich liebe Zellophan-Zeugs. Frischhaltefolie. Kacke da. Vermüllt nur die Meere, ist zu gar nichts nutze. Da so ein Fanzine. Aber da waren mir zu viele Buchstaben drin. Ist nix. So, hier haben wir die Isprit, die macht. Ich war ein ziemlicher Fan von Kraft, bin's immer noch. Aber die macht, bis jetzt gefällt die mir jetzt noch nicht so toll. Ich bin ein bisschen enttäuscht davon. Hätte mir da ein bisschen mehr erhofft. Vielleicht noch 200-300 Mal rennen hören. Das ist mal schauen. So, ja, Isprit, ja. Ja, schön zusammenpacken. Weg damit. Nächstes. Ah ja, Vananit, wie heißt denn die Band? Egal. Auch ein 2020er Werk, glaube ich. Gar nicht so schlecht. War cool. Obwohl mir das Selbstbetitelte noch am besten gefällt, aber. Mit der habe ich mich jetzt angefreundet. Das sind beste Kumpels hier. Weiß ich gar nicht mehr, was das für ein Tape ist. Was ist denn das für ein Tape? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wer auch immer das sein will. Ja. Ist auf jeden Fall sehr wenig Farbe drin und ja. Ja. Ne. So, dann hoffe ich mal, dass ich das nächste kenne. Ach du Scheiße. Auch keine Ahnung. Ist mir auch nicht im Gedächtnis geblieben. Ah, Dark Ritual. Dark Ritual haben normalerweise richtig coole Sachen. Da muss ich nachher mal reinhören. Aber nee, mach ich nicht. Irgendwann demnächst. So, was haben wir hier? Ah, ist To Conceal the Haunch oder irgend sowas. Ah. Sieht cool aus, hat mir aber nicht so gefallen. Aber ich höre nochmal rein. Also es sind so die Ersteindrücke. So nach. Ich glaube, die habe ich jetzt alle gar nur so zwei, dreimal gehört. Außer Shadows Mortuary. Bin totaler Fan von der Band. Oh, geil. Geile Mucke machen die. Haut drauf und rein in die Schreddermaschine. Geil. Geht mir saugut ab hier. Shadows Mortuary. Ja. Obwohl mir der Vorgänger besser gefallen hat. Primaire oder wie sie heißen. Ja. Kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Sind bei mir jetzt nicht so hängen geblieben. Oh, da singt Rob Halford mit. Hab ich gar nicht bemerkt. Ist das Warmer Mager, die ich letztes Mal nicht entziffern konnte. Das Label. Da haben wir Morbid Winds. Da hat mir der vorher bei Worship Tapes rausgekommen ist, das hat mir auch viel besser gefallen. Von der war ich auch so ein bisschen enttäuscht. Hat mir nicht so gut gefallen. Aber der Vorgänger war richtig gut. Boah, das war cool. Scheiße. So, was haben wir hier? Ah, Notorious Flyer. Ich brauche das Tape. Aber lass dir ruhig Zeit. So, was haben wir hier? Ist das Cryptic? Was ist denn das? Ich sehe das so schlecht hier. Purity Through Fire scheint Cryptic zu sein. Cryptic sind, ja, Cryptic. Geile Band. Richtige Emperor Oldschool Schwurbler. Abschwörung. Das ist ein geiles Tape. Das geht mir richtig cool ab. Klingt so ein bisschen mehr nach Death Metal irgendwie so. Das finde ich geil. Das war sogar mein Liebling von der Bestellung. Oder? Ja. Odiosa, wie heißen die? Ah, ich glaube, die haben mir relativ gut gefallen. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja. Ja. Schon knuffig. So, Vananida, die Road North, glaube ich. Habe ich noch gar nicht so oft drin gehört. Oh, muss ich nachholen hier. Aber eigentlich alles, was er macht, hat mir bis jetzt sehr gut gefallen.